Yo, hallo Leute, hier sind Marius und Lukas. Wir sind hier heute in Greenwich, in Großbritannien, in diesem, wie heißt es, Royal Observatory. Wir machen heute so mit euch so eine richtig coole Führung und so. Ja, so eine virtuelle Führung. Ja, also wir gehen heute erstmal in dieses Flamsted House. Ja, wir waren da vorher noch nie drin gewesen. Richtig, wir gucken uns das jetzt erstmal alles an. Ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal los. Ja, wir beginnen einfach mal, wir werden es ein bisschen kommentieren. Hoffentlich wird's cool, aber es wird cool. Auf jeden Fall. Dieses Flamsted House. So, dann gehen wir mal hier nach oben. Hier ist schon mal so eine schöne, coole Uhr. Ja. Hier so, Welcome to Flamsted House. So richtig alter ist das. So, fangen wir mal an hier. Oh, hier sieht man einen Kamin und einen Raum oder eine. So ein komplett leerer Raum. Da ist voll viel Geld. Da ist voll viel Geld drin. Ja, da sind sogar Dollar drin. Ja. Hier ist voll die gute Idee, Mann. Hier kannst du deinen nassen Regenschirm reinstellen. Folgen Sie mir! Mann, halt's Maul, Rui! Folgen Sie mir! Hier kann man so seinen Regenschirm reinstellen und dann bekommt er so eine Tüte um und dann macht er hier so nichts nass. Das ist so richtig, richtig Knorke. Hier ist so der Kamin. So alles. Ich würde mal sagen, wir gehen weiter, oder? Total geil, ja, Mann. Alles so. Wie heißt das? Wir in Richtung New Time Galleries. Ja, New Time Galleries. Hier sind wir in einem Zimmer. Hier steht da. Da ist Käse, da ist Brot, da ist. Digga, das Essen, ich hab Hunger, lass mal was kratzen. Ja, Digga, ich hab halt noch gar nichts gegessen. Alles ist voll dunkel. Ja. Ich hab kein Licht an der Kamera. Egal. Ja, das hier ist der Dining Room. Ja, die machen hier gerade Fondue, könnt ihr das sehen? Ja, Fondue. Digga, die ist Fondue, Alter. Ach, kann man nicht sehen, kann man leider nicht sehen. Ist alles so dunkel hier. Gehen wir in den nächsten Raum. Der Dining Room ist voll langweilig, man. Gibt's nichts. So. Digga, dickes Bett. Ja. Bettraum. Der Bettraum hier. Der Bettraum. Aber leider ohne Fenster. Mit dicker Bett. Ja, hier ist alles ohne Fenster, kann das sein? Ih, da ist ja eine Perücke. Das holt mich voll weg. Ih, Alter. Scheiße, wie will der Lappen? Ne? Nee, Mann. Soll ich mal das Licht anmachen? Oder? Ja, machen wir. Geht ja. Es ist schon lang, es ist los. Geht nicht. Egal, komm, lass uns weitergehen. Digga, guck dir mal die Kerze hier an, Alter. Katze. Geht mal richtig steil, die Kerze. Eine Katze. Kerze. Achso, ja. Ah, die ganze Bohnen hier knarzt. Da sind Frauenschuhe, die kann man auch nicht sehen. So, hier wird schon wieder ein bisschen heller. Hier ist so das Study. Ja, so ein bisschen Christoph Büro und so weiter. So ein Lernzimmer für seine Prüfungen, die er hatte. Das hier ist ein PC, der sah früher so aus. Die war früher ziemlich groß. Noch mit einem Single-Core. Ja, auf jeden Fall. Und einem halben Megabyte RAM. Ging damals halt einfach von der Technik halt nicht mehr viel, ne? Ja, die konnten damals trotzdem schon Counter-Strike 1.6 spielen. Ja, da ist seine dicke Alarm-Clock, so eine Digitaluhr. Auf jeden Fall. So richtig groß. Die ist auf 9.52 Uhr gestellt. 9.52 Uhr, merke ich das. Da kann man echt sehen, dass damals die Technik noch so groß war, dass die für so einen kleinen Radiowecker, dass sie damals so große Geräte bauen mussten. Hier ist jetzt der Sitting Room. Ja, hier kann man sitten. Und hier kann man so sitten. So mit so einem coolen Hut und so einem Wanderstock. Hier ist ein Krater. Hier ist noch so ein Kamin hier mit Kohle drin. Alter, hier so die geheimen Schlachtpläne von Großbritannien, Alter. Ja, gegen das Deutsche Reich. Ja, gegen das Preußische Reich. Jetzt gehen wir so in den Octagon Room. Ja, wir gehen jetzt hier erstmal noch eine Treppe hoch. So eine richtig coole Treppe. Ich bin jetzt oben, ich muss sagen, es zieht ganz schön in den Beinen diese Treppen, aber es ist schon echt hardcore, wie viele Treppenstufen man hier laufen muss. Man zu diesem Octagon Room. In diesem Museumskomplex sind sehr viele Asiaten. Hier noch so geile Digitaluhren. Wie ein Schweizer Uhrwerk. Das geht nie, die gehen niemals aus, weil die laufen ja heute immer noch. Das ist nicht so beweglich. Ja, das ist so schnell, das sieht man nur nicht mehr. Okay, ich will mal hier den Asiaten, der gehört ruhig mit dazu. Den Fidschi? Ja. Ich glaube, den will doch eh keiner sehen, oder? Ja. Stellen Sie sich bitte mal kurz vor. Hallo, mein Name ist Xinjong. Xinjong? Ich esse gerne. Ich mag Ping-Pong und esse Ting-Tong. Ich bin ausgewandert, als ich 2 war. Alleine. Selber. Läufst du nach Deutschland? Ja. Du hast das Kopf noch. Deutschland, ein gutes Land. Gutes Land. Ja, wie viele Hunde, wa? Du bist der dümmste Mensch, das gibt. Und deswegen korrigiere ich dich jetzt mal. Ich bin das dümmste Mensch. Korrektier. Ich bin das dümmste Mensch, das sieht so aus. Ja, okay, ich habe mich doch schon korrektiert. Ja,
Ja, okay, also geht's mit unserer Führung weiter, halt mal auf, verpiss dich mal. Wir wollen dich hier gar nicht im Film haben. Auf jeden Fall ist hier so ein cooles... Ich sehe irgendwas mit Tube, ich weiß nicht, ob damit Red Tube oder Replika-Teleskop-Tube. So, da sieht man, wie es gebraucht wurde. Ah, seid mal leise, Alter! Hey! Hey, seid mal leise, hey! So ein Teleskoprohr. So, eigentlich so. Weiß nicht, sieht man was durch? Man kann so da sogar durchgucken. Aber man sieht nichts, schade. Ja. Hier ist noch so eine, das ist noch so eine ältere Digitaluhr. Das sieht man einfach daran, dass sie noch so groß ist. Weil umso älter die Dinger sind, desto größer sind die einfach. Ja, aber das Spezielle an dieser Uhr ist, die ist wie so ein Tacho, die zeigt so die Geschwindigkeit an. Ja, die zeigt so die Geschwindigkeit an von der Umdrehung. Die Uhr steht ja gerade, deswegen bewegt sie sich nicht und die Geschwindigkeit ist auf Null, deswegen bewegen sich auch die Zeiger nicht. Richtig, deshalb. Sonst, also wenn hier irgendwie was Geschwindigkeit wäre, so, dann würde die sich so bewegen. Ja. Und dann würden sich auch die Zeiger bewegen, aber die sind so alle so Stillstand so. Also zum Beispiel, wenn die im LKW raus mitgenommen wird, dann würde die ziemlich schnell laufen. Dann sieht man richtig, wie schnell die Zeit vergeht. Hier ist aber so eine Uhr, dass, wenn man so sein Essen in die Mikrowelle macht. Die funktioniert sogar noch? Ja, da ist wahrscheinlich gerade was in der Mikrowelle drin. Ne? Ja. Stimmt. Das ist der Timer für die Mikrowelle. Ja. Und gleich macht's Bing und dann sind die Popcorn fertig. Auf jeden Fall. Er hat sich 29er Chicken McNuggets geholt. Oh, chillig. Aber die sind noch nicht fertig. Es dauert noch ein bisschen, bis die fertig sind. Ja. So bis die Uhr halt so auf Null ist. Wir kommen einfach später nochmal wieder. Wir kommen einfach in einer halben Stunde nochmal wieder und dann seht ihr so unsere leckeren Chicken Wings. Ja. So. Seht ihr echte Kerzen? Richtig echte, von authentische Kerzen, ja. die der, wer auch immer hier drin gewohnt hat, Flamsteed. Ja genau, Alter, was ist denn das? Der linke Typ hat Locken, der rechte auch und tragen Kleider, okay. Ey, die tragen voll die Klamotten, warum sind die nicht nackt? Das ist ja voll die Scheiße. Aber ey, Digga, guck mal, die haben die gleichen Schuhe an, guck dir das mal an. Boah. Nur der eine hat blaue Dings hier Schleifen und der andere nicht. Was ist das überhaupt für eine Farbe von dem anderen Schuh, von dem linken? Guck mal, das ist so eine Mischung aus Gold, Silber und Bronze so ein bisschen. Auf jeden, das glänzt voll. Das ist übelst komisch. Je, ja, guck mal, er guckt mich die ganze Zeit an, der andere auch. Das macht mir voll Angst, mal, dass wir hier rausgehen. Ich bekomme Zustände in diesem Raum. Jetzt gehen wir in diesen Galeries Exit. Hier gibt es schon ja so viele Stufen. Hier gibt es übrigens auch, ganz kurz mal Marius, hier gibt es auch Feuerlöscher. Alter, Feuerlöscher, so richtig authentisch. Hier gibt es einen kleineren und einen größeren. Der größere ist Silber, der kleinere ist Rot. Hier ist nochmal ein Warnhinweis. Der ist mit... Nicht benutzen, der ist mit Wasser gefüllt. Der ist mit Water. Mit Water? Der hier ist mit Carbondioxide. Ich glaube, Water brennt sogar, oder? Ist das nicht so ein Wodka-Ersatz? Ja, Water. Oh, jetzt wird's hier laut. Ist so ein Billig-Wodka, Mann. Jetzt diese ganzen kleinen britischen Kinder. Merlin, Alter, Merlin war sogar auch hier in diesem Scheißraum. Ja, Mann, Merlin. Alter, Merlin hat so hier so seine Zauberkünste angewendet. Der hat die Sterne entdeckt. Ja, hier ist noch so ein Fusel. Aber bei dem sieht man nicht die schönen Schuhe. Mit aber der guckt den auch an. Der guckt voll böse, Alter. Ich krieg schon wieder Zustände, wenn ich den sehe. Chips and Oref Lobst in so was. Mhm. Na, ist mir egal. Hier sieht man noch so ein richtig authentischen, richtig authentisches Lochpool. Das ist hier so die Gehalts- du den Schatten von Rechnung. Ja, genau. Glaube ich mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal, es wird zu sein. Nein, das ist so das Buch, das Merlin geschrieben hat. So, er hat so jeden Stern benannt, ihm sind so viele Namen eingefallen. Er war übelst dicht und da hat er sich so ganz viele Namen ausgedacht. Ja. Mal wieder zu krasses Zeug geraucht. Hier ist ein Lippenstift für die Typen hier. Genau, für diese. Richtig. Filme seine Lippen. Die sind total spröde und deshalb haben die sich halt immer so Lippenstift gekauft und so sowas wie wir heute Labello nennen oder so. Das war halt so pures Schweinefett mit Kräutern drin. So. Ja, mit Kräutern. Mit so Basilikum und so einem Scheiß. Hier ist ein Schwert.
ein dickes Schwert, damit hat er immer so seine Gegner verkloppt. Das ist auch von Merlin, glaube ich. Manchmal so aus dem Licht vielleicht. Obwohl, man sieht es kaum. Das ist aber von Merlin. Ja, das ist Merlins Schwert, damit er so seine Dinge verkloppt. Ich mal hier nochmal das Bild. Dieses hier. Oh, Alter. Das ist ein Schiff. So das Schiff in der Brandung. Das ist ein guter Nachmittag an der englischen Küste. Es ist schön sonnig, ja. Das Meer ist ganz ruhig und so. Okay, gehen wir mal weiter. Hier ist noch so eine, hier ist noch eine recht modernere Zeit. Ja, du, aber man sieht, hier misst wieder nur die Geschwindigkeit und die übersteht ja. Und deswegen deshalb bewegen sich die Zeiger nicht so. Und da ist noch so eine dicke kleine Taschenuhr, die ist so richtig modern, weil sonst wäre die nicht so klein. Die zeigt auch eigentlich die Geschwindigkeit an, aber die sieht ja nicht steht. Naja, aber die ist immer so richtig klein und deswegen ist sie voll modern. Wie wir vorhin gelernt haben, alles was groß ist, ist altmodisch. So, guck mal, der ist auch total alt hier. Das hier ist auch altmodisch. Ja. Das ist total alt, das ist so groß. Analogen Uhrenanzeigen. Das war ja so richtig 18. Jahrhundert hier. Kann man den drehen? Nee. Also ja, 17. Jahrhundert. Das ist wahrscheinlich, weil der so alt ist. Ja. Da sind wahrscheinlich so die Achsen so eingerostet. Also wie man sieht, der ist auch so ganz total alt. Oh Mann, Alter, lass mal weiter. Ja. Die kleinen Kinder stressen. Irgendwelche Schriftrollen, in denen Merlin seine Weisheiten bewahrt hat.